DFF AVD, das gute alte AVD, erste Version. Und wir gucken jetzt mal, wie der da so auf 50 Metern auf die Schotterpiste jetzt reingeschlagen ist. Ich hole jetzt mal den Sender. Momentan habe ich die Arme unten. Das war die erste Reaktion, als ich gesehen habe, dass es abwärts geht. Und passt mal auf, hol jetzt mal den Sender und guck mal, ob alles funktioniert und ob wir sonst noch irgendwelche Macken sehen. Also ich sehe auf Anhieb 0. Das Ding wiegt 3,5 Kilo. Wir bleiben mal drauf mit der Kamera. Ich zeige euch dann mal, was da Gewicht drin ist und was auch reingeht. Und jetzt sehen wir mal, ob wir es ausgehalten hat, ob wir es überlebt haben. So. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Hallo, da raus. Arme hoch. Das sieht schon mal top aus. Sind sich im Wege. Rechts, links, Bremse geht. Jetzt könnte ich mich ja auch verarschen, wenn jetzt irgendwie doch was durch wäre. Gucke ich, ob er wirklich die Kraft noch hat. Also hier hat er die Kraft. Auf der Seite voll die Kraft. Gucken wir mal die Beschleunigerservos an, ob die noch funzen. Beschleunigerservos. Ja, der drückt mir voll den Finger weg. Top. Hammer. Das Ding ist noch fit. Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Hier ist die ganze Elektronik verbaut, inklusive Vario etc. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier schön unterbringen können oder was untergebracht war, gerade für den Stable Race. Das ist gute alte AVD. Wir haben einmal hier 300 Gramm. Zack. Dann haben wir hier erstmal die Stromquelle und mein Spannungssensor. Jetzt machen wir mal den Akku raus. Das ist ein 5000er 4S. Und jetzt geht's los. Was packt man aus noch? Wir packen aus, ich ziehe es für euch mal runter, eine geile Inlay-Platte, eine super Idee, die auch noch flexibel ist, die man schön sich zurechtbiegen kann. Die hat 500 Gramm. Also 500 Gramm, 300 Gramm, ich glaube, das sind auch noch mal 500 Gramm. Dann geht's weiter in dem großen Kofferraum hier. Dann haben wir noch mal 250 Gramm. Wir haben noch was im Angebot, da gibt es dann noch eine Yucca-Palme oben drauf. Scherz. Muss ja irgendwie meinen Spaß noch finden, ja. Aber ich glaube, der da unten, mit dem werde ich für mich, für meine Zwecke kein Freund. Hier haben wir noch 250 Gramm. Sind wir jetzt endlich leer hier? Kofferraum ist vollkommen leer beim AVD-DFF-System. Und das Ganze machen wir wieder zu. Hier hat man halt überall ringsherum geile Möglichkeiten, das total unkompliziert zu befestigen. Und Überzug wieder drüber. Zack, fertig. Haben wir hier unten Macken in unserem Stretch? Nein, haben wir nicht. Wie sieht es aus mit der Motoraufhängung? Da haben wir ja auch dieses DFF-System, Gummisystem. Wahrscheinlich ist er unten aufgekommen, knickt leicht weg und setzt sich gleich wieder in Position. Wir gucken mal die Klappluftschrauben an. Ja, da ist vielleicht ein bisschen was von der Spitze weg und von der 12er Latte. Jetzt gucken wir uns mal die flexiblen. Nein, es hängt keine Stelle, das sind die Bremsleinen, die durchhängen. Alles gut. Hallo. Bleib draußen. Bügel an. Dann jetzt auch mal was jetzt zum Wegpacken. Ich packe den jetzt mal weg. Zeige euch jetzt noch mal kurz zum Schluss, wie schnell das geht zum Transport. So ist es ja eine sperrige Geschichte. Ich lege den Arm an. Ich löse hier meine Rentelmutter. Und passt auf, hier unten geht ein Gummi durch, dass das Ganze stabilisiert. Der zieht es von alleine rein. Ich mache hier meine Rentelmutter wieder drauf, da ganz klar, damit ich sie nicht verliere. Und so
habe ich ein geniales Packsystem. Wir sind noch nicht fertig. Ihr seht auch schon mal, bleibt mal dabei, wie schnell das Ganze geht. Rentelmutter gelöst. So, und dann sind wir noch nicht fertig. Hier ist auch wieder der Gummi dran, der unten rumgeht. Der zieht das Ganze automatisch nach hinten. Guckt mal an, wie schmal wir jetzt ein Packmaß haben. Zum Schluss kann ich jetzt hier noch komplett zum Transport meine Spitze wegnehmen. Legt es hier oben rein. Dann habe ich ein klitzekleines Packmaß. Könnte jetzt hier noch, das brauche ich jetzt nicht für meine Transporttasche, den Motor einfach abmachen. Zack. Und habe einen ganz kleinen Piloten. Kopf noch umlegen. Ideales Sportgerät, was will man mehr?